Gießen. Wer am Wochenende Hamburger Traditionen erleben wollte, musste nicht zur Elbe fahren. Der Hamburger Fischmarkt on Tour war im Schiffenberger Tal zu Gast. Von Freitag bis zum verkaufsoffenen Sonntag gastierten über 30 Marktschreier und Marktstände auf der über 3500 Quadratmeter großen Verkaufsfläche in Gießen. Der Hamburger Fischmarkt brachte bereits zum dritten Mal das Flair von der Waterkant nach Mittelhessen. Mit dabei waren Europas beste Marktschreier. Ali Nerk bot Fischpakete an, Bananenfred hatte massenweise Obst dabei. Der Blumenspezialist Jack Peter verkaufte seine Pflanzen zu unschlagbaren Preisen. Käsedickel brachte feinste Spezialitäten unter die Leute und verteilte Kostproben auch mal umsonst. Nudel Kiri, der italienische Pasta-Experte, hatte Käfer-Feinkostnudeln dabei und der Europameister der Marktschreier, Wurst Herbie, brachte seine Ware auf humorvolle und freundliche Weise lautstark an die Marktbesucher. Ja, vielen Dank und lasst es euch schmecken. Esst kein Fisch, dann müsst ihr nicht verrecken. Außer der weltberühmten Marktschreier waren auch wieder Marktbeschicker aus der Region vertreten. Handtaschen, Schuhe, Gewürze, Süßwaren, Kleidung und Haushaltsgegenstände hatten sie mitgebracht. Das einzigartige Konzept des Hamburger Fischmarkt on Tour bescherte dem Markt wieder einmal tausende Besucher.